willkommen beim großen Equestria-Pony-Gipfeltreffen. Alle anwesenden Delegierten sind weit gereist, um ihre Städte zu vertreten. Wir wollen hier nun gemeinsam feiern und mehr über die einzigartigen Orte erfahren, die unser wundervolles Equestria ausmachen. Zum heutigen Abendempfang präsentiert Prinzessin Cadence uns diese wunderbare Freundschaftsstatue, die aus je einem Juwel aus eurer Heimatstadt gebaut wurde. Jetzt übergebe ich das Wort an das Pony, das diesen Empfang organisiert hat. Prinzessin Twilight Sparkle. Vielen Dank, Ponys. In den nächsten 3 Tagen nehmen Delegierte aus mehr als 50 Städten an Konferenzen, Empfängen und Treffen teil. Ein größeres Gipfeltreffen hat es in Equestria nie gegeben. Und ich gebe zu, dass mich die Organisation mehr als nur eine schlaflose Nacht gekostet hat. Es ist so wunderbar, dass ihr alle hier seid und mehr über das Leben in unserem wunderbaren Land erfahren möchtet. Und jetzt möchte mein treuer Assistent Spike ein paar Worte an euch richten. Hallo, liebe Ponys. Also ich bin hier, um euch jederzeit zu helfen. Wenn es also irgendetwas gibt, das ich für euch tun kann, dann... Wir lieben dich, Prinzessin Twilight! Wir lieben alle Prinzessinnen! Oh. Ich schätze, jeder hier liebt unsere Prinzessinnen. Spike! Spike? Ich brauch mal Hilfe. Spike, wir brauchen dich sofort. Natürlich. Was kann ich tun? Wow, was ist denn mit dir passiert? Oh, tut mir leid, Spike. Ich muss... nur ein Nickerchen machen. Nickerchen, sag den Delegierten, ich... Sie hat 3 Nächte nicht geschlafen, um den Empfang vorzubereiten. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich heute ausruht. In diesem Zustand kann sie unmöglich am Empfang teilnehmen. Kann ich mich darauf verlassen, dass du dafür sorgst, dass sie von niemandem gestört wird? Ich verspreche es, ich werde dich nicht enttäuschen. Perfekt. Nicht während meiner Wache. Entschuldige, könntest du bitte leiser pfeifen? Oh nein! Ich gebe den Packhörner, Würmer, alles was du willst, aber bitte weg, Twilight, nicht mit deiner Zwitscherei! Es hat echt funktioniert! Hi, Freunde. Ich unterbreche euer Spiel nur ungern, aber es findet hier gerade ein echt wichtiges Gipfeltreffen statt und Prinzessin Twilight braucht dringend etwas Schlaf und könnt ihr euer Spiel vielleicht an einen anderen Ort verlegen? Die Prinzessin bedankt sich für euer Verständnis. Entschuldige bitte, musst du das gerade jetzt tun? Oh nein, sind das Drachen-Niesbäume? Ja, die sind viel zu groß geworden. Dauert nicht mehr lang, dann fallen sie um. Kannst du nicht noch ein paar Stunden warten? Entschuldige, Gefahr für die Öffentlichkeit ist mein Auftrag. Na, ich habe auch einen Auftrag zu erfüllen. Prinzessin Twilight! Prinzessin Twilight? Warum sagst du das nicht gleich, Kumpel? Oh, die halten bestimmt noch ein paar Stunden durch. Wie gut, dass es hier um eine Prinzessin geht. Oh, komm schon! Entschuldigung! Entschuldigung, Sir! Ich trage Sorge dafür, dass du sofort aufhörst! Ups. Lass mich raten, wegen des Lärms? Tut mir leid, aber wir müssen das Wasserrohr reparieren.